1976. Der Beginn eines neuen Zeitalters in Italien. Kunst, Kultur und Wissenschaften erblühen durch das Werk genialer Zeitgenossen. Die Renaissance. So wird man sich in den Geschichtsbüchern vermutlich an uns erinnern. Doch weit entfernt vom Gold und der Erkenntnis liegt tief im Schatten eine andere Wahrheit verborgen. Korruption, Verrat, Mord, Geheimnisse. Geheimnisse, die so gefährlich sind, dass ich sie selbst vor meiner eigenen Familie verbergen muss. Familie, Gerechtigkeit, Ehre. Das sind die Werte, in deren Dienst ich meine Klinge führe. Diese Wahrheit ist mit Blut besiegelt und die Schatten sind mein Kampfschauplatz. Ich bin Giovanni Auditore. Und wie alle meine Vorfahren bin ich ein Assassine. Ich konnte sie aufhalten, bevor sie Florenz verlassen haben. Unglücklicherweise, mein Fürst, gelang einem der vier Männer die Flucht. Was habt ihr gehört, Giovanni? Es gibt Gerüchte über ein Ereignis, das einen Machtwechsel hervorrufen wird. Dieser Mann, den ihr gefangen habt, hat er bereits geredet? Er wird uns alles, was er weiß, verraten. Ah! Oh! Hm.
Santo. Stefano.
Amore. Ezio lernt schnell. Das hat er von seinem Vater. Ezio, das oberste Gebot ist stets vorauszudenken. Warte nicht, bis dein Gegner sich rührt. Blicke voraus und überrasche ihn. Wie geht es euch, Vater? Wenn ich dich sehe, gut, mein Junge. Schön. Vater. Mit dem Tod des Duca di Milano verlor Lorenzo de' Medici einen einflussreichen Verbündeten. Ich bin sicher, dass seine Feinde bereits ihre nächste Verschwörung planen. Sforzas Tod war nicht das Ende. Es war lediglich der Anfang. Und ich weiß, wo ich meinen nächsten Kampf kämpfen werde. Immer treu geben. Wir vertrauen daher darauf, dass du diesen Brief unserem Herrn sicher überbringst. Es passt alles so gut. Nach all diesen Jahren, Cousin, ist unsere Zeit gekommen. Ja. Du musst diesen Brief bis zur Übernahme mit deinem Leben verteilen. Hast du verstanden? Geh zum Campo San Anzolo. Direkt neben dem Weinhändler ist eine Statue. Dort wird unser Mann dich erwarten. Täusche uns nicht. Ti faccio fiducia. Verfluchter Narr.
Ah, Giovanni. Seid ihr fündig geworden in Venedig? Ich habe diesen Brief hier abgefangen. Seht, mein Fürst. Er trägt das Siegel der Barbarigos. Ich habe ihn nie über den Weg getraut. Gonfaloniere. Dieser Brief ist verschlüsselt. Ihm sein Geheimnis zu entlocken, wird einige Stunden dauern. Ich lasse euch rufen, wenn es soweit ist, Giovanni. Ruht euch derweil aus. Pater Antonio. Den Code entschlüsselt. Das ist gut. Ich wusste, ihr enttäuscht mich nicht, Pater Antonio. Geht und holt Giovanni. Sagt ihm, er muss bald wieder auf Reisen gehen. Ich werde Lorenzo aufwecken. Und Pater, vergesst bitte nicht, ihr schuldet uns eure Verschwiegenheit. Geheimnisse werden hier geboren. Und hier werden sie auch sterben. Keiner darf vom Inhalt dieses Briefes irgendetwas erfahren. Kapisch? Gut. Ihr könnt jetzt gehen. Per favore, padre. Un attimo. Ich verspreche es. Unser Sohn beobachtet uns. Ich weiß. Ihr solltet mit ihm sprechen. Das werde ich. Sag mir, Vater, warum muss ein Vermögensverwalter so oft mitten in der Nacht weg? Die Geschäfte rufen, mein Sohn. Lasst mich mit euch gehen. Nein. Wieso nicht? Du musst deinem Bruder zur Seite stehen und für die Familie sorgen, wenn ich weg bin. Ich möchte euch helfen, Vater. Du hilfst mir mehr, als du ahnst, Ezio. Mehr, als du ahnst. Da wir das Siegel des Originalbriefes zerstört haben, müssen wir eine exakte Kopie davon herstellen. Dies geschieht in diesem Augenblick durch Pater Raimondi. Wozu? Wir konnten den Geheimcode nicht entschlüsseln. Die einzige Möglichkeit, diesem Brief sein Geheimnis zu entlocken und herauszufinden, wer die Ermordung Sforzas vorangetrieben hat, besteht darin, diesen Brief zuzustellen und zu sehen, wohin er uns führt. Mein Fürst. Ich weiß, wo genau in Rom die Barbarigos den Brief übergeben haben wollten. Ich kann ihn überbringen. Pater Antonio, seid ihr soweit? Rom ist eine gefährliche Stadt, mein verehrter Giovanni. Wollt ihr diesen Auftrag ohne Hilfe wirklich selbst ausführen? Ja. Zum Schutze von Florenz und der Ehre der Medici. So sei es. Geht und findet die Grube, in der sich diese Schlangen verstecken. Und seid erbarmungslos.
Vater der Einsicht mit uns allen sein. Amen. Ist Rodrigo Borgia inzwischen zum Boten geworden? Wann immer vonnöten, Eure Heiligkeit. Der Tod des Duca di Milano hat vieles verändert. Hat er das? Die Allianzen der Menschen sind zerbrechlich. Selbst Städte wechseln heutzutage leicht ihren Besitzer. Es zählt nur, dass Gott auf unserer Seite ist. Amen. Amen. Es kam mir zu Ohren, dass Lorenzo de' Medici nicht gerade viel Respekt übrig hat für unsere Position. So ist es. Aber ihr könnt ihn dazu zwingen, sich euch zu fügen. Florenz ist schwach, wir sollten daraus unsere Vorteile ziehen. Mit eurer Hilfe... Die Zustimmung zum Tod eines Menschen ist nicht Teil meines Amtes. Allerdings mache ich mir Sorgen um das Wohl der Republik Florenz. Daher bin ich dazu bereit, meinen geistlichen Beistand anzubieten. Und militärische Hilfe. Um sicherzustellen, dass die Ordnung gewahrt bleibt. Bewahrt die Ehre des Heiligen Stuhls, Rodrigo. Ihr könnt auf mich zählen, Eure Heiligkeit. Ich suche den Mann, der soeben hier hereinkam. Ihr müsst ihn gesehen haben. Wohin ist er gegangen? Es war hier heute sehr ruhig. Ich habe außer euch hier niemanden gesehen. Sein Gesicht war durch eine Kapuze verdeckt. Er trug ein schwarzes Gewand. Ich kann euch nicht helfen. Gott, der Herr, kann es vielleicht. Betet. Und ihr werdet die Antwort finden.
Ihr kommt mit euren Dolch nicht weit, Assassine. Es hängt ganz von euch ab, was nun geschieht. Ihr verfügt über außerordentliche Fähigkeiten, Giovanni. So heißt ihr doch, habe ich recht? Fähigkeiten, wie ich sie zu gern auf meiner Seite hätte. Und welche Seite ist das? Die Seite, die einen Krieg gewinnen wird, von dem ihr nicht einmal wisst, dass er im Gange ist. Die Welt wandelt sich, während ihr hier steht, Giovanni. Schließt euch uns an, und ihr werdet es vielleicht erleben. Borgia. Ja, ich kenne euren Namen auch. Und ich weiß auch, wie diese Sache hier endet. Eure Fantasien werden zerschmettert und eure Kehle vom Dolche durchbohrt. Wir werden sehen. Holt ihn euch! Ergreift ihn! Die Klinge hätte fast euer Herz durchbohrt. Ihr habt kein Wort gesprochen seit eurer Rückkehr. Was geht hier vor, Giovanni? Das war erst der Anfang, glaubt mir. Es ist eine Riesenverschwörung im Gange, Maria. Ich bin sicher, der nächste Anschlag wird hier stattfinden, hier in Florenz. Oh, Madonna mia. Ich sorge mich um der Medicis Sicherheit, um die seiner Verbündeten und unserer eigenen. Vater! Vater! Pater Antonio ist hier. Er wünscht, dass ihr sofort mit ihm kommt. Er ist nicht allein. Er hat bewaffnete Männer mitgebracht. Calma, Tiberio. Warum sollte Lorenzo di Medici Wachen nach euch schicken? Ich weiß es nicht. Geh runter und sag Antonio, dass ich bereits gegangen sei. Verschaff mir Zeit. Federico, ich verlasse mich auf dich. Du als Ältester musst die Familie beschützen. Geh. Nein, Mann! 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 N
damit auf! Ich sagte doch, mein Vater ist nicht da. Verschwindet. Und wagt es nicht nochmal an den Worten eines Auditores zu zweifeln. Macht, dass ihr fortkommt. Unser Hauptproblem ist dieser verfluchte Assassine. Seine Schnüffeleien gefährden unseren Plan. Keine Sorge. Ich kümmere mich um Giovanni. Ich habe mir auch schon etwas überlegt. Und dann wird sich uns nichts und niemand mehr in den Weg stellen. Finstere Wolken ziehen über Florenz auf und die Zeit zerrinnt. Der Feind ist näher, als ich dachte. Der alles entscheidende Kampf steht unmittelbar bevor. Jeder Mensch ist sterblich. Jedes Leben geht zu Ende. Aber bestimmte Dinge werden sich nie ändern. Wir sind die Auditore di Firenze. Und wir sind Assassinen.